Heute dreht sich alles um unsere Werkzeugkoffer, genauer gesagt um die Big Twin Serie. Herzlich willkommen in der Kniepex Werkstatt. Mein Name ist Nicolas Boden und Big Twin Serie, genauer gesagt um den Big Twin und um den Big Twin Move. Beide Koffer haben das gleiche Füllgewicht. Der wesentliche Unterschied liegt allein hier in der Trolley-Funktion bei dem Big Twin Move Modell. Wie der Name es schon sagt, alle Werkzeugkoffer im Programm Kniepex, die den Begriff Move im Namen tragen, haben Rollen und einen teleskopierbaren Griff, somit also eine Trolley-Funktion, um den Koffer komfortabler bewegen zu können. Am Beispiel des Big Twin Moves erkläre ich nun die Vorzüge der beiden Koffer. Wir haben hier das einheitliche Design, was sich auch in anderen Werkzeugkoffern von Kniepex widerspiegelt, mit der eingelassenen Kniepex-Raute auf der Deckelseite und den beiden markanten angezeichneten Ecken, die nicht nur designtechnische Vorteile mit sich bringen, sondern auch funktionstechnische. Ich kann Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Schrauben oder Ader-Endhülsen hier oben in diese angedeuteten Ecken reinlegen. Bei einem ebenen Kofferdeckel würden die gegebenenfalls runterfallen und gehen verloren. Weitere Design-Highlights sind hier auf der Stirnseite des Koffers die eingelassene Kniepex-Raute und schräg gegenüber hier unten dieses eingelassene Feld für eine individuelle Kennzeichnung. Jedem Werkzeugkoffer liegen zwei solcher Aufkleber bei, die mit einem Permanentmarker beschriftet werden können und auf diese vorgesehenen Felder geklebt werden können. Zur sicheren Verwahrung der Werkzeuge haben wir insgesamt 4 Vollmetall-Kippschlösser, die abschließbar sind, sowie einem dreistelligen Zahlencode-Schloss, an dem der PIN vom Benutzer individuell eingestellt werden kann. Schauen wir uns nun das Innenleben der beiden Werkzeugkoffer an. Dabei wird direkt deutlich, was wir für einen Vorzug gegenüber herkömmlichen Werkzeugkoffern haben. Ich öffne alle 4 Schlösser und der mittlere Trennsteg des Koffers bleibt senkrecht stehen und ich habe Zugriff auf sowohl das Deckelfach und auch das Bodenfach und komme so permanent an alle Werkzeuge, die ich dabei habe, dran. Der voreingestellte Öffnungswinkel der beiden Kofferschalen kann mittels dieser Schraube individuell vom Benutzer eingestellt werden. Wie man jetzt im Bodenfach sehen kann, haben wir eine Einteilung vorgenommen, die vom Benutzer eingestellt werden kann. Dazu haben wir hier Aluminiumtrennstäbe, die sehr stabil, aber auch gleichzeitig leicht sind, verbaut. Die Werkzeugtafeln sind aus Hohlkammerplatten gefertigt, die den Vorzug haben, dass sie sehr robust sind bei sehr leichter Bauweise und gleichzeitig sehr schmutzabweisend wirken. Im mittleren Trennsteg haben wir verschiedene Gummischlaufen und Werkzeugtaschen auf beiden Seiten angebracht, sodass wir hier auch einige Werkzeuge unterbringen können. Auf der Deckelseite haben wir eine weitere Werkzeugkarte angebracht, in der wir unterschiedliche Werkzeuge unterbringen können. Darunterliegend ist ein herausnehmbares Dokumentenfach, in dem meine Dokumente geschützt Platz finden. In Summe haben unsere Big Twin Koffer 26 bestückbare Werkzeugtaschen und 69 Gummischlaufen. Apropos Bestückung, wir haben hier eine hochwertige Bestückung für den Profi-Elektriker mit an Bord. Diese gibt es sowohl für den Big Twin Move als auch für den Big Twin. Der Elektriker braucht von Hause aus immer sehr viele Zangen und da ist er bei uns natürlich sehr gut beraten. Wir haben in dem Sortiment neben dem klassischen Seitenschneider in 160 mm Länge auch einen Kraftseitenschneider, der in 200 mm Länge für etwas kräftigere Schneidarbeiten. Daneben die Elektroinstallationszange, das Universalwerkzeug schlechthin mit integrierter Kabelschere, die kleine Spitzkombizange, eine längere abgekröpfte Spitzzange und neben der selbsteinstellenden Abisolierzange bis 10 Quadrat auch eine automatische Krimpzange, die ein Vierkantprofil erzeugt. Diese krimpt sogar bis 16 Quadrat Ader-Endhülsen. Daneben haben wir für mehr mechanische Arbeiten eine 180 mm lange Wasserpumpenzange Cobra und einen 180 mm langen Zangenschlüssel aus dem Hause Kniepex. Weitere Werkzeuge sind von Stabila eine Elektriker-Wasserwaage, von Rennsteig ein Elektriker-Meißel. Wenn wir uns hier mal die andere Seite anschauen, finden wir hier 2 Schraubendreher. Das sind die gängigsten Schraubendreher, die ein Elektriker immer am Mann hat. Darüber hinaus haben wir ein 16-teiliges Schraubendreher-Set von Vera mit wechselbaren Klingen. Hinzu kommt ein 28-teiliger Knarrensatz der Firma Vera. Für Verdrahtungsarbeiten haben wir unser Universal-Abmantlungswerkzeug, den Ergostrip, dabei und für alle möglichen Arbeiten am Schaltschrank unseren Schaltschrankschlüssel Twin Key. Alle Werkzeuge, die jetzt hier links und rechts neben mir stehen, passen problemlos in den Big Twin und den Big Twin Move. Darüber hinaus bieten die Werkzeugkoffer noch wesentlich mehr Stauraum für den persönlichen Bedarf.
jedes Elektrikers. Außer den beiden Werkzeugkoffern führen wir noch weitere Werkzeugkoffer im Programm. Dazu zählen unter anderem der Basic, der Big Basic Move und die Robust-Serie. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.